Hallo und herzlich willkommen zum Einstieg in unsere Videoserie über unsere Readiness-Checkliste für ERP Next. Mein Name ist Laura Köppel und ich war Product Owner für unser internes ERP Next, habe dann diesen Geschäftsbereich neu aufgebaut und bin mittlerweile Teamleiterin unseres 10-köpfigen ERP-Teams hier bei der K&K Software AG in Gerolzhofen. Bevor wir uns entschieden haben für ERP Next, standen wir vermutlich an der gleichen Stelle wie Sie gerade eben. Wir haben evaluiert, ob ERP Next das passende ERP-System für uns ist und was wir noch brauchen, um ein ERP-System einzuführen. Mittlerweile haben wir einige Prozesse in ERP Next für uns eingeführt und rund 30 Kundenprojekte umgesetzt. Jetzt können wir reflektieren, was in den Projekten die Erfolgsfaktoren waren. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass Projekte gut funktionieren, wenn der Kunde das Konzept von ERP Next erkannt hat, wenn die Ziele des Projekts von Anfang an klar definiert und innerhalb des Unternehmens auch kommuniziert wurden und wenn sich der Kunde wirklich zur agilen Arbeitsweise committet. Genauso ist es von Vorteil, wenn der Kunde uns schon ein bisschen näher kennt. Viele machen das zum Beispiel über unsere Videos und geben die Infos dann auch schon ihren Mitarbeitern an die Hand. Aus unseren Überlegungen haben sich noch viele weitere Erfolgsfaktoren ergeben. Und daraus haben wir diese Readiness-Checkliste erstellt, um die es gerade geht. So können Sie einfacher beurteilen, ob Ihr Unternehmen schon bereit für die ERP Next-Einführung ist. Die Checkliste finden Sie auf unserer Webseite erp-beratung.team. Dann im Menüpunkt Kontakt auf den Punkt Download ERP Readiness-Checkliste PDF klicken. Mache ich mal und dann sieht man, es wird auch gleich heruntergeladen und ich komme auf die Readiness-Checkliste. Oder unter unserem Shortlink kontakt.erp-beratung.team. Den haben wir Ihnen im Video eingeblendet oder Sie finden ihn auch nochmal in der Description. Aber was passiert, wenn die oben genannten Erfolgsfaktoren nicht berücksichtigt werden? Scheitert das Projekt dann? Für mich stellt sich da erstmal die Frage, wie sieht es eigentlich aus, wenn ein Projekt scheitert? Was heißt scheitern? Und wann läuft ein Projekt gut? Ende 2023 haben unser Vorstand Arnulf Koch und ich uns spontan zusammengesetzt, um zu evaluieren, wann Projekte gut gelaufen sind und wann wir auf Probleme gestoßen sind. Das hat nämlich meist in der Folge bedeutet, dass Projektziele verfehlt wurden. Wir arbeiten ja agil und dazu gehört auch, sich ständig zu verbessern. Dazu muss man erstmal reflektieren. Zu diesem Zeitpunkt haben wir ja schon ungefähr 25 Kundenprojekte mit ERP Next abgebildet und dazu kamen noch 24 Jahre Erfahrung mit individuellen Softwareprojekten. Also hatten wir wirklich reichlich Material zu beleuchten. Unter anderem haben wir dabei erkannt, dass manchmal unsere Kunden aus unterschiedlichen Gründen noch gar nicht richtig bereit für ein Projekt waren und dass eine Verfehlung des Projektziels quasi vorbestimmt ist, wenn das der Fall ist. Die Erkenntnis haben wir also für neue Projekte als zentrales Thema und Risiko eingestuft. Und deshalb haben wir noch in diesem Meeting beschlossen, dass wir diese Risiken in Zukunft im Vertrieb besser abfangen möchten. So sind wir dazu gekommen, Gründe für ein Scheitern und vor allem für Scheitern aus einem ja nicht bereit sein aufzulisten. Und so ist letztendlich diese Readiness-Checkliste entstanden. Scheitern ist hier der Worst Case, den es zu verhindern gilt. Trotzdem spreche ich von Anfang an auch dieses Risiko ganz offen und ehrlich an. Ich möchte Sie damit wirklich absolut nicht abschrecken, sondern Sie eher wachrütteln. Es ist einfach wichtig, Ihnen ganz deutlich zu sagen, wie entscheidend es ist, vor Projektstart den einzelnen Punkten in unserer Checkliste zustimmen zu können. Ganz wichtig, wir können Sie an jedem Punkt abholen. Wir werden sowieso jeden unklaren Punkt vorher im Vertrieb besprechen und wir haben zu jedem dieser Punkte einen Workshop im Portfolio, den wir mit Ihnen machen können. Uns ist einfach wichtig, dass Sie gut abgeholt sind und dass Ihr ERP-Projekt mit den bestmöglichen Voraussetzungen starten kann. Dazu ist es auch notwendig, uns die Checkliste möglichst am Anfang, idealerweise gleich bei der Kontaktaufnahme zur Verfügung zu stellen. Gerne markiert, wo noch Unklarheiten bestehen oder worüber Sie einfach nochmal sprechen möchten. So können wir im Vertrieb gezielt auf Ihre Fragen eingehen und Sie bestmöglich abholen und beraten. Und für einen umfassenderen Rahmen buchen Sie am besten einfach den jeweiligen Workshop.
Für erste Informationen werden wir außerdem in den nächsten Wochen zu jedem der 14 Punkte ein kurzes Infovideo veröffentlichen. Hier habe ich ja schon mit Punkt 1, den Infovideos, begonnen. Viele unserer Kunden lernen uns vor Projektstart über Videos kennen und beschäftigen sich mit Videos über ERP Next, bevor sie mit dem Projekt starten. Das hat sich auch als großer Vorteil herausgestellt. So können sie nämlich auch ihre Mitarbeiter schon mal abholen und viel besser ans Thema heranführen. Natürlich dürfen auch alle anderen unsere Checkliste benutzen. Sie ist ja auch soweit generisch, dass es eigentlich auch für jedes andere ERP-System passt. Ich zeige Ihnen einfach mal, wie Sie zu uns kommen. Ich bin hier in YouTube und gebe hier mal K&K Software AG ein, komme dann hier auf unseren Kanal, klicke hier auf die Playlists und hier gibt es ganz viele verschiedene Playlists und hier habe ich zum Beispiel die ERP Next Playlist mit den 35 aktuellen Videos. Also gleich ab in unsere Playlist mit den ERP Next Videos, damit Sie schnell in Punkt 1 abhaken können. Den Link haben wir Ihnen hier auch nochmal eingeblendet und Sie finden ihn auch nochmal unten in der Description. Damit bin ich auch am Ende meines Videos. Alle weiteren Videos zur ERP Next Readiness Checkliste finden Sie in unserer entsprechenden Playlist, wie ich gerade gezeigt habe. Am besten folgen Sie unserem Kanal, damit Sie keine Videos verpassen. Und wenn Sie Fragen zu ERP Next oder unserer Arbeitsweise haben, vernetzen Sie sich doch einfach mit mir auf LinkedIn oder schreiben mich gerne auch per Mail an. Über unser Kontaktformular auf unserer Webseite können Sie mir auch gerne über Calendly ein unverbindliches Erstgespräch in den Kalender legen. Und ansonsten möchte ich Sie gerne zu unserer deutschsprachigen Gruppe auf LinkedIn einladen. Ich hoffe nun, dass Ihnen unsere Checkliste weiterhelfen wird und wünsche Ihnen schon jetzt viel Spaß beim Abhaken der einzelnen Punkte sowie viel Erfolg bei Ihrer eigenen ERP-Einführung, damit Sie am Ende alle wichtigen Geschäftsprozesse in nur einem System abgebildet haben. Alle Links aus dem Video finden Sie natürlich wie immer in der Beschreibung. Das nächste Video der Checkliste handelt von unserem Demosystem. Sobald es online ist, wird es hier verlinkt und kommt in die Playlist zur ERP Next Readiness Checkliste. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!